In diesem Video siehst du, wie du Menschen unterschiedlich visualisieren kannst. Und als Grundlage zeige ich dir zuerst die anatomisch ähnlichste Variante, wie sie in der figurativen Zeichnerei stattfindet. Und dann vergessen wir diese Grundlagen und gehen zu den einfachen Visualisierungen über. Du siehst im Grunde, beim Menschen ist es so, dass die Hälfte quasi ab der Hüfte stattfindet. Das heißt, die Beine mit Füßen sollten genauso lang sein wie der Oberkörper und der Kopf sollte ungefähr 8-mal in den Körper passen. Das ist als Grundlage für die Visualisierung, kannst du all das wieder über Bord werfen. Und wir starten mit den 4 Zacken des Sternenmännchens. Und du siehst, ich zeichne den Kopf zuerst und dann nutze ich quasi die Menschen mit seinen Gliedmaßen, also den Beinen und den Armen, um das Menschlein in Bewegung zu versetzen. Und das geht relativ gut, braucht sicherlich auch ein bisschen Übung, aber dann kannst du eigentlich alles darstellen, was du darstellen möchtest. Und du siehst hier, wie das Ganze mit dem Horizont aussieht, den man als Strich einfach zeichnen kann. Und beim dritten Menschen ist da eben das Mensch im Vordergrund. Und man sieht eben beim ersten jetzt, wie es springt, weil es auch über der Horizontlinie quasi gezeichnet wurde. Ja, ich habe mich da noch ein bisschen ausprobiert. Du kannst eben Menschen in allen Gefühlslagen auch zeichnen. Die haben ja dann unterschiedliche Körperhaltungen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Dieses 4-Zacken-System braucht ein bisschen Übung, ist auch nicht für jedermann, aber kannst du gerne mal ausprobieren. Ja, das klassische Männchenlein, das ist natürlich das ganz einfache Strichmännchen. Und du kannst hier im Grunde alles mit abbilden. Und du kannst auch das Strichmännchen selbst in Varianten zeichnen. Hier siehst du es mit dem Rechteck. Das geht natürlich auch mit der ovalen Variante, die du jetzt siehst, die auch meine Lieblingsvariante ist. Und da kann jeder seinen Stil finden. Das heißt, du kannst dich einfach dafür entscheiden, was dir am besten gefällt und auch am meisten entgegenkommt. Ja, du siehst jetzt hier die Variante des Menschleins mit 2 Strichen. Das geht auch, wo dann der Körper dargestellt ist und eben auch die Beine. Und dazu gehöre ich noch die Arme. Und du kannst natürlich auch das Strichmännchen vom Beginn der Zeile nehmen und dem mit dem Körper spielen. Das heißt, es kann auch etwas gebogenere Linien haben. Zum Schluss zeige ich dir jetzt hier noch die Variante, wie die Architektur des Menschen gern malt, weil die müssen ja oft viele Menschen darstellen. Und da sind einfache Formen eben eine ganz gute Variante. Das kannst du gerne auch nutzen. Das ist auch immer ein bisschen eine Frage des Kontexts und was dir einfach auch gefällt. Ja, nachdem du jetzt noch dieses Elternteil-Kind-Zeichnung siehst, zeige ich dir jetzt zum Schluss noch, wie du eine Menschengruppe zeichnest. Ganz einfach. Und zwar brauchst du dafür nur 3 Ovale und 3 weitere Halbovale und das war's. Viel Spaß wünsche ich dir.